Und damit hallo und herzlich willkommen zum Domino Simulator 2020. Ja, einige Gaming-YouTuber haben ja bereits Videos zu diesem Spiel gemacht. Und deswegen dachte ich mir, ich gebe auch einfach mal meinen Senf dazu. Ich stehe mega auf Dominos, aber naja, ich glaube, das würde in meiner Wohnung einfach nicht so gut funktionieren. Ja, deswegen habe ich mir jetzt einfach hier den Domino-Simulator auf Steam gegönnt. Ist nicht so teuer gewesen und für die Grafik auf jeden Fall super. Man kann einiges in diesem Spiel anstellen, wie ihr bereits gesehen habt. Und ja, ich habe hier Mario nachgebaut. Das ist mir nicht so gut gelungen. Also ich will das dann nochmal irgendwann ein bisschen besser probieren. Ich kenne jetzt ein bisschen bessere Taktiken. Zum einen, guck mal, ich habe hier... Normalerweise sollten die an diesen Kanten, also... Hier so längs sollten die eigentlich so komplett zusammen sein. Habe ich nicht gemacht. Aber wenn man sich einige YouTube-Videos zu Dominos anschaut, dann kann man tatsächlich sehr viel lernen. Und es ist sehr satisfying, Leute. Mal kurze Erklärung, was ich hier gebaut habe. Wenn man auf Play drückt oder Leertaste, dann wird dieses Ding hier aktiviert oder alle anderen Dinge auf dieser Strecke. Dann fallen die hier um. Und wenn die da drauf landen, wird hier was losgeballert, dass dann das Auto loslässt. Das kommt dann... Hier gegen, damit dreht sich das dann so und dann aktiviert das hier die Dominos, dann gehen die so lang, lalala. Dann aktiviert der Domino hier das Ding, dann rollt der Ball dadurch runter, weil hier dann was hochgeht, der rollt dann da runter, bla bla bla. Kommt dann hier gegen diese Dominos und aktiviert dann hier das Feuerwerk. Wir können uns das auch nochmal in der Praxis anschauen. Ich hoffe, soundtechnisch funktioniert alles. Dürfte aber halbwegs in Ordnung sein. Und da ist es, Leute, das habt ihr aber auch, glaube ich, gerade schon gesehen. Ja, ich werde jetzt kein Let's Play zu diesem Spiel machen, das sowieso nicht. Wow! Alter, weg damit. Ich werde nur ab und zu vielleicht ein paar Update-Videos bringen, so was ich so gezaubert habe. Und wir werden uns auch ab und zu mal ein paar Steam-Workshop-Maps anschauen. Wie zum Beispiel heute. Ja, es ist wunderschön gezeichnet. Neue hinzufügen. Nee, ich will das nicht. Nein. Ja. Ich würde nämlich gerne ein paar Sachen im Steam-Workshop runterladen. Und ich würde sagen, das mache ich dann auch gleich mal. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So Leute, ich habe mir jetzt einige Maps runtergeladen. Und die sehen auch sehr interessant aus. Also es gibt noch nicht viele Maps im Steam-Workshop, weil das Spiel ist jetzt noch nicht so bekannt. Also okay, Paluten und German Let's Play haben Videos dazu gemacht. Deswegen ist es auch, glaube ich, eher im deutschen Raum bekannt. Aber ja, wir schauen uns das einfach mal an. Besonders interessierend tue mich hier Amazing. Ja, das ist ein sehr tolles Wortspiel. Oder Amazing, was auch immer. Aber wir gucken uns erstmal Serpentina oder was auch immer an. So, wie sieht denn das aus? Dieses Klickgeräusch ist im Übrigen ziemlich ekelhaft. Das soll weg. Ich mag das nicht. Boah, interessant. Oh Gott. Das dürfte im Video nicht so schön aussehen. Der Boden ist einfach ein bisschen schwer zu laden. Wo fängt es an? Ach so, da. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus, wird schön mit Farben gearbeitet und die Rundungen sind auch sehr gut. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal schön aus. Vor allem Farbverlauf hier ist super gemacht. Das sieht echt schön aus. Ach, Domino ist doch was Tolles, Leute, oder? Warum, wie schwierig es sein muss, so einen Simulator zu programmieren. Ich tue mich ja schon mit Indie-Games schwer, aber sowas? Naja, würde ich nicht hinkriegen. Muss ja Physik ohne Ende programmieren. Mehr dann natürlich auch nicht, aber das dürfte eine ganze Weile dauern. Okay, hier ein paar Zacken. Dann haben wir hier ein paar Kurven. Wow, das sieht schön aus. Krass. Okay, dann haben wir eine schön große Kurve. Und hier haben wir einfach mal einen freaking Regenbogen. Sieht sehr schön aus. Ja, auf jeden Fall... Eine ganz angenehme Map. Und hier endet es dann. Mit einem Kracher. Nein, nicht wirklich. Cool. Das ist eine coole Map gewesen. Sieht sehr schön aus. Hat auch schön lange gedauert. Ups, falsch. Das ist die Map von mir, die ihr gerade gesehen habt. So, nächste Map. Ja, dauert ein bisschen. Okay, Leute, die letzte Map hat einfach nicht funktioniert, obwohl sie die am meisten abonnierteste Map war. Okay. Die hat Paluten aber auch schon mal ein Video benutzt und jetzt habe ich das gesehen und holy shit, sieht das cool aus. That has a ach so. That was amazing, nicht that has amazing. So, wo fängt es denn an? Ich sehe nix. Ah, hier.
Irgendwo da oben. Ah, da, diese beiden Ränder hier. So, dann geht das hier so los. Dann wird beides zeitgleich aktiviert und schießt da rein. Okay. Ah, das geht dann so mehrere Strecken über. Oder auch nicht. Doch, sieht schön aus. Vor allem, wie aufwendig das sein muss. Ob ich mich an solche Projekte mit diesem Spiel ranwerfen werde, weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, ob ich sowas hinkriegen werde. Hinkriegen werde. So, oder mit meiner Stimme los. Mann, die Leute kriegen das mit den Farbverläufen echt gut hin. Falls ihr mal eine Map irgendwie anschicken wollt, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, aber keine Ahnung, sagt mir einfach, wie die heißt. Und ladet sie einfach im Steam Workshop hoch. Ist ja nicht schwierig, das zu tun. Okay, hier geht's dann noch weiter. Hier ist schon vorbei. Ah, okay. Hier geht's dann zum Ende. Haben wir nochmal die rosa-violett-Töne. Na, dieses Spiel nagt schon manchmal an meiner Performance. That was amazing. Gott, Hilfe! Danke. Das war aber wirklich eine coole Map. So, wir schauen uns doch einfach mal die nächste an. Wie auch immer die heißt. So, gerade, also das hier war jetzt das, was nicht funktioniert. Dann 11.000 Pieces, okay. Ich sag mal, Twisty Tree, das sah ganz schön aus. Okay, mal wieder mit diesem grauenhaften Boden. Es ist keine lange Map, aber sieht auf jeden Fall schön aus. Da ist ein Ball. Wow. Und der Ball rollt los. Aber wie das hier aussieht, das sieht schön aus. Da hat jemand gute Arbeit geleistet. Wow, das sieht wirklich schön aus. Und hier rollt noch der Ball entlang. Der einsame Ball. Aber wie der Boden aussieht, das sieht wirklich gut aus. Also, mein PC findet den jetzt nicht so toll. So, jetzt noch How Life Feels. Das ist irgendwie nicht so krass gewesen. Ich wollte mir einfach nur irgendwas runterladen. Okay. Wo beginnt's denn hier? Da. Da wird ein Ball aktiviert. Okay, da hat jemand viel mit Kettenreaktionen gearbeitet. Okay, jetzt ist da was drin, aber mehr ist jetzt auch nicht passiert. Okay. Welch interessante Map. Okay, Leute, wir sind jetzt hier wieder auf meiner Map. Ich werde auf jeden Fall öfters sowas wie hier wie diesen kleinen Mario machen. Beziehungsweise so klein ist der jetzt auch nicht. Nur halt ein bisschen geordneter. Weil ich habe einige Features wirklich erst entdeckt, als ich diesen Mario fertig hatte. Das Tutorial bringt eigentlich alles bei, aber vieles. Ich kann euch das Spiel definitiv empfehlen. Dürfte mittlerweile nicht mehr runtergesetzt sein, wenn das Video online kommt. Aber 8 Euro kostet das Spiel dann im Vollpreis. Es ist schon ziemlich cool. Ein Spiel ist es ja nicht wirklich, es ist eher eine Simulation, aber auf jeden Fall eine sehr spaßige Simulation, mit der sehr viel möglich ist und, ach so, stimmt. Lösch das. Danke. So, ich habe das nämlich verändert, aber nicht abgespeichert, wie ich es gerade am Anfang hatte. So, schauen wir uns das nochmal an. Und ja, falls ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Ich werde sowieso mehr davon bringen, also es sei denn, das Video kriegt nur ein Like, denn das fände ich nicht so nice. Ja, ah, Gott, Hilfe. Das Feuerwerk stört manchmal ein bisschen. Wie ihr seht, gibt es hier sehr viele Sachen, mit denen man rumprobieren kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwann so richtig extrem Sachen mit ganz vielen Kettenreaktionen machen werde oder halt mehr in die Richtung Kunst gehen werde. Denn von der Seite sieht der Mario schon ziemlich cool aus, oder? Das könnt ihr nicht abschreiten. Der ist mir schon gut gelungen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Runde vom Domino Simulator wieder. Tut mir leid, dass jetzt lange nichts kam. Ich habe mich einfach nicht gut gefühlt und ich hatte keinen Bock auf Videos. Aber jetzt habe ich dieses Spiel und das finde ich cool und das will ich mit euch teilen. Und ich will Abonnenten. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.